Hey, ein teuflisches Willkommen zurück zu Lucius, der Sohn des Teufels. Ja, im letzten Part habe ich mich gewundert, wie ich denn diese alte Susan da töten soll. Und ich hatte auch schon mal eine kleine Idee, ich wusste ungefähr wie, aber ich habe da eine Kleinigkeit übersehen. Und zwar, hier ist ein Bügeleisen. Dieses Bügeleisen muss hier rein. Machen wir das schön zu. Wieso geht das nicht zu hier? Komm schon, mach zu hier. Muss ich das auch bei der Telekinese machen, oder was? Ah, einfach hier klicken. Okay. Dann geht die Waschmaschine nämlich kaputt. Ich glaube, die Waschmaschine ist wieder kaputt. So. Dann warten wir ganz kurz ab, was passiert. Ja, wieder mal muss der Schwanzemann die ganze Drecksarbeit machen, das wissen wir. Waren wir gewohnt damals zu dieser Zeit. Jetzt sollte eigentlich die Olle hier daherkommen. Wo ist sie denn? Susan! Dein Spielzeug ist kaputt! Susan, dein Spielzeug ist kaputt! Komm her! Susan will genau in diesem Zimmer baden gehen. Ja, ich weiß, dass sie baden gehen will. Das wissen wir mittlerweile schon. Aber sollte sie nicht eigentlich schon hier erst hierher kommen und das dann sehen, dass das kaputt ist und dann baden gehen? So war es zumindest dort, wo ich es gesehen habe. Ah, da ist sie eh schon. Hallo, Susan. Gehst gleich im Bad machen, oder was? Da habe ich nichts dagegen. Bist du nicht ganz sicher, wo du hingehst, oder was? Okay, sie geht baden. Was allerdings aber keinen Sinn macht, weil im Walkthrough von einem Typen, was ich gesehen habe, ist sie erst runtergegangen, hat dann gesehen, dass die Waschmaschine kaputt ist, hat dann gesagt, oh ja, meine Schicht ist eh schon vorbei. Und ist dann baden gegangen. Oh, Susan, Mann, hast du schöne runde Titten. Obwohl, naja, die sehen nicht wirklich gut aus. Gut, und ihr wisst natürlich, was man hier machen muss. Ja, das habe ich schon von Anfang an gewusst. So, schön hier. Ich muss das aber irgendwie da drüber kriegen. Ja. Ah, fuck. Ja, dieses Problem hatte der Typ, der den Walkthrough gemacht hat, genauso. Ja, und dann hat er einfach hier nochmal reingeschaut. Und siehe da, wie aus Zauberhand ist der Föhn wieder genau an Ort und Stelle. Wie konnte man denn nochmal das rein- und rauszoomen? Ich hab's vergessen. Ah, so. Okay. Alles klärchen. Oh, es hat funktioniert irgendwie. Brutzelbaby! Oh, war eine coole Position hat sie am Ende noch gehabt. Eine ganz gechillte. Dieser Fall bereitet mir graue Haare, Mr. Wagner. Im Gegensatz zu Ihnen freue ich mich nicht mehr darüber, wieder hier zu sein. Ich bin bereit, alles aus einem neuen Winkel zu betrachten. Noch ein Unfall. Richtig. Ich weiß, es hört sich an wie ein Sprung in der Platte. Aber die Tür war von innen abgeschlossen. Es sieht wirklich danach aus. Obwohl mein Bauchgefühl mir etwas anderes sagt. Tun Sie einfach, was Sie tun müssen. Ich glaube wirklich, wir wurden verflucht. Sehen Sie denn nicht dieses Kreuz? Nicht aufhalten können. Das ist nicht ausgeschlossen. Ich bat einen Pfarrer, etwas Beistand anzubieten. Also haben Sie sie hergebeten? Mein Vater hat ziemlich wüst reagiert. Ja. Wir müssen Ihren Vater finden, Mr. Wagner. Ich glaube wirklich, er kann uns mit weiteren Informationen versorgen. Ich weiß nicht, wie viel länger ich das FBI noch zurückhalten kann. Sie fragen mich nach einem vermissten Reporter. Er hat Ihre Familie untersucht, als er verschwand. Schaut mal im Keller nach, ihr Vollidioten. Dort liegt er, 6. Juli 1973. Überdosis Dämpfe. Wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, Dampf kann ziemlich gefährlich sein. Wisst ihr bestimmt. Alles klärchen, dann hallo Mami. Was geschieht mit uns? Ich weiß es nicht. Aber du bist auch noch bald dran. Warte nur. Ich bin falsch.
Mir doch kacke egal, ob du müde bist oder nicht. So, dann schauen wir mal, was jetzt Neues auf uns wartet. Muss ich hier lang darunter? Okay. Wo denn jetzt? Wieder in die Garage oder was? Okay, alles klärchen. Jetzt werde ich mal versuchen, selber drauf zu kommen. Ihr wisst, ich lasse mir da immer schön 10 bis 15 Minuten Zeit. Falls ich nach 10 bis 15 Minuten aber gar keinen Plan davon habe, schau es mir an. Ah, du bist nun dran. Hallo, du Musiker. Hey, wenn das nicht der Wunderknabe ist, hast du mein Montiereisen gefunden? Du bist ein Montiereisen? Hör zu. Boah, toll. Ich muss ihn irgendwie weglocken von da. Was ist denn das eigentlich? Ein Paint Thinner. Ein Verdünner oder so ein Zeug. Okay. Jetzt werde ich mich mal hier ein bisschen umsehen. Kann ich vielleicht die Waschmaschine wieder kaputt machen? Würde sogar vielleicht gehen, oder? Mal schauen. Dann kommt ja der Schwarze dann daher gerannt. Genau. Hörst du das? Ich glaube, die Waschmaschine ist wieder kaputt. Ja, die Waschmaschine ist wieder kaputt. So ein Zufall. Nein, Will. Weißt du, die Zeit vergeht mit Musik viel schneller. Ja, Michael. Ich könnte mich jetzt um ihn kümmern. Allerdings ist die Frage, wie. Hör zu. Die fucking Frage ist, wie. Was haben wir denn hier? Ah. Schau dir das auf den Kopf! Nee, so geht's nicht. Okay, ich glaube, ungefähr weiß ich vielleicht sogar, wie man das machen könnte. Ich bin mir allerdings nicht wirklich ganz sicher. Was habe ich denn diesen Thinner? Sollte nicht inhaliert werden. Ich habe eine Idee, Leute. Ich habe nämlich hier was gesehen, und zwar... Das hier ist nämlich die Lüftersteuerung. Muss ich hier ganz kurz die Telekinese vielleicht einsetzen oder so? Nee, muss ich nicht. Wisst ihr was? Das möchte ich jetzt selber rausfinden. Ich werde mir das jetzt nicht ansehen. Ich möchte das jetzt selbst herausfinden. Ich muss ihn vergiften. Das ist schon mal klar. Allerdings ist nicht klar, wie. Ich muss denn dieses Teil da, was ich da habe... Diesen Verdünner, den man nicht inhalieren sollte, irgendwie dazu bekommen, in den Lüftungsschacht zu gelangen. Und dass es dann hier rausgeht. Die Frage ist aber. Der will dauernd ein Montiereisen aus dem Lagerraum. Wo ist der Lagerraum? Wo ist denn fucking Montiereisen? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich diesmal sogar sein Montiereisen. Damit der hier wieder weggeht. Okay, wo ist dein Montiereisen? Wo ist der Lagerraum eigentlich? Ist das der Lagerraum hier? Ah, warte mal, kann das sein? Dass das hier? Nee, oder? Nee. Das sah aber grad so aus. Doch, das verteilt es doch. Doch, guck mal, das verteilt es. Ja, das verteilt es hierher dann. Oder? Ich bin mir nicht sicher.
Aber ich kann da irgendwie nichts machen gerade. Nein, 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 da kann man nichts machen. Okay, da kann man nichts machen. Aber warte mal, das führt ja hier hinunter. Aha. Aber das bringt sich jetzt auch nicht wirklich was. Das bringt sich nicht wirklich was. Wo zum Teufel ist denn der Lagerraum, bitte? Kann man das irgendwie auf der Map entdecken? Lagerraum würde doch mit Kisten eigentlich markiert werden, oder? Was ist das eigentlich? Ich weiß es nicht. Wo ist der Lagerraum? Da ist das WC. Das wird irgendwie nicht hier wirklich gezeigt. Was ein Lagerraum sein könnte. Komisch. Hier müsste man das doch reinkippen eigentlich, oder? Ist es das vielleicht, was er braucht? Ne, das ist eine Sicherung. Okay. Was bringt sich das jetzt? Ah, das war doch so ein Luftkompressor. Ich gehe mir das jetzt mal kurz anschauen. Hallo. Ja, Will, passt schon. So, mal gucken, ob ich da vielleicht... Ja, natürlich. Das kann man doch da drüben reinkippen, oder? Das kann man hier reinkippen. Luftdruckkompressor. Ja. Kann so nicht benutzt werden. Nee, geht also doch nicht. Geht also doch nicht. Man, gerade wo ich mir gedacht habe, ich wüsste was. Nägel für die Nagelpistole. Sehr cool. Dann habe ich das auch schon mal. Wo ist der Lagerraum, verdammt? Montiereisen. Wie sieht denn so ein Montiereisen überhaupt aus, Mann? Lagerraum. Das hier ist ein Schuppen. Das ist kein Lagerraum. Ich werde noch mal ganz kurz nachgucken. Vielleicht glaube ich eventuell zu wissen, wo das sein könnte. So, das war hier drin, glaube ich. Ne, da müsste ich noch eins darüber gehen, glaube ich. Ne, genau, hier drüber. So, mal schauen. Ich glaube nämlich, dass es vielleicht hier irgendwo sein könnte. Da vielleicht, ich weiß nämlich nicht, was das ist. Was man hier gerade sieht. Wo finde ich denn so ein blödes Montiereisen, Mann? Weiß nicht, ob das vielleicht hier ist. Ne, Blödsinn, hier ist es überhaupt nicht. Wo ist das Montiereisen? Wo ist ein Lagerraum? Mann. Können die das denn nicht schön anzeigen hier, was ein Lagerraum ist und was nicht ein Lagerraum ist? Das sagt mir zwar Lagerraum, aber ich weiß nicht, wo der ist, Mann. Was soll der Fuck? Gibt's ja nicht. Was ist ein Lagerraum hier? Ich weiß, dass ich den Typen da dann wieder wegkriegen muss irgendwie. Ich habe ihn zwar jetzt aus die Garage gekriegt. Bekommen, besser gesagt. Aber ich bin mir sicher, dass ich dann auch hier... Hallo, ah. Deaktivierte Klimaanlage.
was hat das jetzt geholfen? Warte mal, hier ist doch eben dieses Teil da. Denke ich vielleicht doch falsch. Ist dieses Teil hier deaktiviert oder was? Okay. Ich mache jetzt hier eine längere Folge. Ein bisschen. Kann man den manipulieren? Ja, kann man. Ah, schau mal. Weißt du, die Zeit vergeht mit Musik. Bin ganz selbst drauf gekommen, Leute. Mann, bin ich gut. Okay, jetzt ist er unmächtig. Holy shit. Aber was mache ich jetzt? Was muss ich jetzt machen? Nagelpistole? Wie töte ich denn jetzt? Hey, wenn das nicht der Wunderknabe ist, hast du mein Montiereisen gefunden? Nein. Was muss ich jetzt machen, Mann? Muss ich kreativ werden? Ich bin nicht so kreativ. Nur mit Photoshop bin ich kreativ. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen muss, Mann! Das muss doch einen Grund haben, wieso ich das hier ausgemacht habe. Klimaanlage oder nicht? Check's nicht, Mann. Ist bei diesem Spiel denkt man dauernd, dass vielleicht sogar irgendein Bug irgendwie das Ziel verhindert. Weil man sich nie sicher sein kann, bei so vielen Bugs wie das Spiel hier hat. Wie töte ich denn jetzt? Ist unmächtig, was habe ich davon? Schau den Stein auf den Kopf. Ah, warte mal. Vielleicht muss ich ihnen ja das hier geben. Hier. Hey, wenn das nicht der Wunderknabe ist, hast du mein Montiereisen gefunden? Ja, hier. Hey, wenn das nicht der Wunderknabe ist. Was ist ein Montiereisen eigentlich? Hast du mein Montiereisen gefunden? Kannst du mir mein Montiereisen aus dem Lagerraum holen? Hallo, Junge. Hallo. Hey, wenn das nicht der Wunderknabe ist, hast du mein Montiereisen? Lagerkäfigschlüssel. Hallo, kleiner Mann. Streichhölzer. Ich weiß nicht, was ich machen muss.
Ich weiß echt nicht, was ich machen muss. Vielleicht hat er irgendwas auf ihn runterfallen lassen. Das ist egal. Das Auto. Das Auto? Ah, ja. Das Auto starten, Mann. Dann vergaß er wegen dem Auto. Haha. Mann, das stand die ganze Zeit neben mir. Ich bin ja so doof. Oh, Mann. Nein, Sir. Ich habe nichts gesehen. Ich war im anderen Raum und habe die Waschmaschine repariert. Als ich zurückkam, lief das Auto und er lag auf dem Boden. Nochmal langsam. Sie waren im Raum nebenan und haben nicht gehört, wie das Auto von selbst ansprang. Nein, Sir. Ich habe wegen der Musik nichts gehört. Ich weiß, das klingt komisch, aber es ist die Wahrheit. Du bist schwarz, dir glauben sie nicht. Schön, das können Sie dem Richter erklären. Ich werde den Deputy herholen. Ich will nur sicher gehen, dass sie nichts Dummes anstellt. Ja. So ist das, Leute. So ist das. Alles klar, wir machen immer wieder einen kleinen Cut und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss.